Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4 in dieser merkwürdigen Höhle. Es geht gerade abwärts und man kann anscheinend hier die Seile hoch und runter laufen. Weit bin ich noch nicht gekommen. Ich hatte ja eigentlich das letzte Mal gesagt, ich versuch's mal. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Ja, okay, da kann ich eine Runde laufen. Ich gehe lieber mal runter. Ich habe gerade nochmal gegen diese schwierigen Bestien gekämpft und gemerkt, dass wenn man die einfach einschläfert, vielleicht funktioniert es auch nicht bei allen, aber man kann es auf jeden Fall mal versuchen. Dann hat man genug Zeit und zumindest in der Zeit, wo sie schlafen, wieder so ein bisschen, wieder zu beleben, heilen und so. So wie in diesem Falle jetzt hier. Ich fange mal an zu singen direkt, damit wir uns heilen. Ich mach mal so und so. Und du darfst direkt mal wiederbeleben. Da ich jetzt überhaupt nicht weiß, was durch diese Türen kommt, dachte ich, ich schalte mal ein. Und schau einfach mal, wie gut wir vorankommen. Wenn es zu lange dauert, dann kann ich ja immer noch einen Cut machen. Und diese schwierigen Kämpfe hier offline machen. Ach Mensch, das Vieh heilt ja auch wieder. Ach Mann, egal was ich mache. Eisra, Feuerer, alles irgendwie blöd. Das killt den doch wieder. Ja, es killt nicht nur einen, es killt alle. Das ist scheiße. Da müssen wir wieder aufpassen, sonst bin ich gleich fällig. Das ist echt nicht einfach. Vor allem, weil die so zu dritt dann doch häufig angreifen. Danke fürs Beschützen, Cecil. Sonst wäre sie nämlich gleich wieder dran. Und schön, dass er kontert. Dann haben wir wenigstens einen weniger. Sehr schön. Vielleicht magst du jetzt nochmal. Genau, genau, genau. Sehr schön. Nee, das ist keine gute Idee. Jetzt heilt er den wieder. Das ist nicht so toll. Du darfst mal angreifen. Und du singst mal wieder hier schön. Für alle. Während du wiederbelebst, bitte. Du darfst wieder angreifen. Ach, gut. Drei haben es diesmal wieder überlebt. Aber einfach finde ich es jetzt nicht mit den Dingern. Ich wollte auch eigentlich nur gucken, ob ich hier irgendwas wieder übersehe oder so. Ich kann nämlich hier so eine tolle Runde drehen. Ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich werde bestimmt wieder gleich angegriffen. Das ist immer blöd, wenn man das Wagnis eingegangen ist und so gar nichts dafür wiederbekommt. Außer, ach, wir verführen die mal. Richtig schön verführen. Und da ist sie auch schon wieder tot, so eine Scheiße. Hab nicht aufgepasst. Oh, sind die jetzt verwirrt oder so? Weiß es nicht. Die wirken so ein bisschen verwirrt. Nee, schade, sie greifen doch an. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was... Oh, oh, Cecil ist tot. Das ist nicht gut. Wie wäre es, wenn du abhaust, Kane? Das schaffen wir nämlich sonst nicht. Sehr schön. Das ist total blöd. Ich mag überhaupt nicht diese ganzen blöden Items hier wieder verballern. So wie Phoenix wieder, die ich gar nicht neu eingekauft habe. Das ist nicht gut. Es konnte doch noch jemand hier wiederbeleben. War das Cecil? Ja, tatsächlich. Cecil kann das auch. Dann machen wir das mal mit ihm. Der hat ein bisschen mehr Zauberpunkte noch. MP.
Magiepunkte. Ja, dann kann er auch sich direkt nochmal heilen. Und Rosa? Kann noch irgendjemand das? Außer Rosa? Nee, oder? Er kann ja auch noch Sachen. Rauch, Erdstoß, Reißweh. Vielleicht sollten wir auch mal ein paar Fähigkeiten von ihm benutzen. Von Edge, meine ich. Na komm. Dann heil die einfach mal alle und dann ist das erledigt. Schön finde ich das, wie gesagt, nicht. Was ist hier drinne? Och, Manu. Diese Angriffe immer machen mich noch ganz doof im Kopf. Wer ist denn jetzt hier eigentlich schon wieder vergiftet? Die Rosa? Warum? So, mach das Vieh mal platt. Hier diese komische Schlange. Sehr schön. Und dann werden wir gleich mal ein Gegengift benutzen. Gegengift. Gegengift. So, und jetzt will ich wissen, was hier ist. Das ist keine Tür, das ist ein Monster. Oh Mann, ey. Wieso ist da jetzt ein Monster und was für eins? Was ist das für ein Vieh? Ich spring mal lieber. Vielleicht können wir von dem ja auch was stehlen. Ich mach mal Feurer. Gegner hat keine Items. Ach so. Sieht aus wie so ein Feuerofen mit Zähnen, der immer auf und zu geht. So ein bisschen. So. Hänsel und Gretel werden gleich in den Feuerofen gesteckt. Oh Gott, 9. Dimension. Was ist das denn? Das war gut. Der Sprung. Aber irgendwie habe ich trotzdem ein bisschen Schiss. Was zielt er mich denn jetzt so an, der Arsch? Der hat doch schon wieder irgendwas vor. So. 9. Dimension, wer stirbt jetzt? Ah, toll, Rosa. Können wir mal irgendwas beschwören? Achso, der stirbt schon. Das ist so. Rosa kriegt leider keine Erfahrungspunkte. Das ist aber nicht so schlimm. Toll, das hat sich ja gelohnt. Meine Phönixfedern werden zur Neige gehen. Ich sehe das schon kommen. Oh, hier sind aber Kisten. Was kriegen wir Schönes als Belohnung? High Potion, na toll. Das hat sich ja nicht so wirklich richtig doll gelohnt. Ether ist immer schön. Och nö, nicht die schon wieder. Die nerven mich. Mach mal direkt hier heilen. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt hier... Ey! Das ist so richtig fies. Oh Mann, oh, bevor ich mich überhaupt heilen kann, dann sterbe ich schon. Das ist unglaublich. Nein, ich will nicht mit euch kämpfen. Ich hau lieber ab, ganz ehrlich. Das ist voll scheiße. Ja, ist mir egal. Bevor ich jetzt hier drauf gehe. Und vor allem so viele Phönixfedern, die ich verballern muss. Gar nicht. So. Wenn die natürlich mehr HP hätten, dann würden sie natürlich auch nicht gleich sterben. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Das ist keine Tür. Da ist... Ach nö, nicht schon wieder ein Monster! Wie viele Monster sind denn hier? Voll die Hardcore-Ecke hier.
beschwöre jetzt mal hier irgendwas. Mir egal. Ich mach den mal fertig hier mit meinem Drachen. Mit Shiva? Mit Ramu. So, ich mach Ramu. Komm. Wehe, du tötest jetzt. Ja, es ist mir egal. Dann. Und das Gebet blieb unerhört. Das ist ja auch nett. Bevor der mir hier nochmal jetzt die 9. Dimension macht. Das war ja nicht so viel. Mhm. Lydias Stufe ist angestiegen. Das ist ja schön. Ja. Wo sind wir jetzt hier? Im Raum mit nichts, oder was? Oh. Wozu war das gut? Blöd. Und vor dem Monster kommen noch ein paar Monster, ne? Nicht, dass es irgendwie nicht zu wenig noch hier wird. Wäre sonst langweilig. Könnt ihr mal aufhören, mich noch zu entsaugen hier? Mano, es nervt langsam. War klar, dass er jetzt stirbt, wo ich heile, ne? Ganze Zeit hätte ich mich heilen können. Aber nein, Edge-Stufe ist wenigstens angestiegen. Das ist ja wunderbar. Lass mich raten, wir werden gleich angegriffen. Hm? Könnte das sein? Ja, werde ich vielleicht mal Vita benutzen. Der eine oder andere hat es vielleicht nötig. Habe ich keine MP mehr oder was? Oder was? Achso, die sind wahrscheinlich schon gut geheilt. Na komm, die dürfen kommen. Monsterchen kommen. Oh, das ist keine Tür, ist ein Monster. Hm. Es ist nicht der Feuerofen, das ist das Monsterchen. Ich beschwöre jetzt mal wieder was. Ich beschwöre Shiva. Und springe. Und bete. Na, wer darf jetzt sein? Geht doch. Rosa kriegt schon wieder keine Erfahrungspunkte. Das wird langsam blöd. Wieder nichts oder kein Bock, so irgendwas hier hinzumachen. Ups. So. Es ist so blöde, hier einen Raum mit nichts zu machen. Für einen ganzen Kampf. Nicht mal eine Truhe. Ich meine, man kann ja wie eine Truhe mit einer High Post reinsitzen. Aber nichts. Nichts ist richtig fies. Und ich mache mal ein Chocobo. Hol den Chocobo als Hilfe.
565, das ist ja gar nichts. Das ist ja richtig wenig. Kann die Olle jetzt auch mal sterben? Das andere weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Die gehen mir einfach nur auf die Nerven, die Monster heute irgendwie. Gut, man trainiert ordentlich ab, ne? Also die werden jetzt dadurch natürlich stärker. Das ist auch nicht so schlecht, aber es ist auch nicht so einfach. Weg. Ah, schön. Und alle leben. Vampirzahn. Kanes Stufe ist angestiegen. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte wieder raus aus dem Raum mit nichts. So ein Scheiß. Also sowas ärgert mich dann doch schon. Bin ich jetzt hierher gekommen oder von da rechts? Ich weiß es nicht. Okay, hier war ich irgendwie schon. Dann gehe ich jetzt davon nach unten nochmal. Ich werde wahrscheinlich nochmal kämpfen müssen, bei meinem Glück, aber das ist, glaube ich, auch so vorgesehen hier. Ich habe es tatsächlich ohne Kampf geschafft. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich nehme das rechte Seil. Muss mir das merken. Rechtes Seil. Okay, da geht's nicht lang. Also linkes Seil. Aha, aha. Und das hat auch geklappt. Und da ist noch eine Truhe. Mit einer Monsterfibel. Mhm. Toll. Wie lange ich hier wohl rumgurken muss? So? Mit den tollen Monstern? Das war gut. So, jetzt machen wir mal die Lebenshühne direkt am Anfang, damit wir nebenbei hier heilen. Das finde ich immer wunderbar. Ein bisschen regenerieren. Oh, ein Blitzrad darf ich nicht machen. Das heilt ihr. Dann doch lieber Feuer. Feuer ist besser. Immer drauf kloppen auf ein Fledermausvieh. So. Sehr schön. Weg damit. Brauchen wir nicht. Cessis Stufe ist angestiegen. Ich weiß nicht, wo es hier rechts lang geht, aber da ist eine Truhe und das ist gut. Phönixfeder. Da oben geht's auch lang. Ah, eine Tür. Hoffentlich kein Monster. Wäre nicht so toll. Ich glaube, wir sollten auch mal Edges Dinger jetzt mal ausprobieren. Ich werde mal gucken, was der Edge jetzt so kann. Das wollte ich ja die ganze Zeit schon machen. Ninja-Künste. Attacke, Brand. Auf beide. Oh, das machen wir mal. Mal gucken, wie gut das ist. Du kannst eigentlich auch mal angreifen hier, Rosa. Warum eigentlich nicht? So, mal. Was macht der jetzt hier Cooles? Oh. Yeah. Der kann ja hier ordentlich
loslegen mit Brand. Je nachdem, was die Monster vielleicht nicht mögen, ist das recht praktisch. Kann der noch? Ninja-Künste, Rauch. Reißzwecke. Was heißt das? Keine Ahnung. Er ist tot. Das nächste Mal. Also Brand haben wir schon mal gelernt bei Edge. Das ist praktisch. Vielleicht sollte ich seine Ninja-Künste etwas mehr beachten. Hier, es ist keine Tür, es ist ein Monster. Mal wieder. Da holen wir uns doch gleich mal die Ninja-Künste. Doppelung. Ich beschwöre mal etwas. Ich beschwöre mal Titan. Ach komm, nö. Das muss doch nicht sein. Erdstoß. Macht er das jetzt doppelt? Den Erdstoß? Ich weiß es nicht. Hat er aber Schaden gemacht? Ich habe gar keinen Schaden gesehen von Kane. Komm, mach nochmal. Schade. Wäre zu schön gewesen. Hör auf, mich anzuzielen. Also bewegen sich die anderen eigentlich irgendwie so gar nicht? Sind die irgendwie... keine Ahnung? Und irgendwie sehe ich gar keinen Schaden bei Kane. Was ist mit Kane los? Keine Ahnung. Mach mal Schaden hier. Gib mal alles. Cecil bewegt sich auch gar nicht. Ich weiß nicht, was mit Cecil los ist. Hier stirbt mir ja einer nach dem anderen weg. Das ist echt blöd. Oh, hier. Cecil ist wieder da, glaube ich. Kannst du mal aufhören? Hendit. Hendit. Sing mal. Nein. Brauch mal irgendwas hier. Hör auf, mich umzubringen. Ich bin schon so weit gekommen. Geht doch. Alle tot, bis auf Kane. Auch schön. Total blöd ist das. Ist hier wenigstens jetzt was? Oder ist es wieder ein Raum mit nichts, oder was? Oh, ich ärgere mich hier noch tot. Im wahrsten Sinne des Wortes sind schon wieder alle tot. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Final Fantasy 4 und mal gucken, wie weit ich dann bin. Ich laufe hier nochmal ein bisschen rum, mal gucken, was ich überhaupt Spannendes hier in der Höhle noch finde und dann schalte ich zu und erzähle es euch. Bis dann.